Für die Reparatur mit dem 49,5 mm Plättchen benötigen Sie folgende Werkzeuge. Zuerst wird mit dem Zylinderkopfbohrer ein Loch in der Alkusplatte vorgebohrt. Als Führung beim Bohren kann die Zentrierplatte genutzt werden. Dafür wird sie mit Nägeln an der Alkusplatte fixiert. Bitte Hinweis zum Durchmesser beachten. Nachdem das Loch vorgebohrt wurde, wird die Zentrierplatte wieder entfernt. In das vorgebohrte Loch wird das Plättchen eingelegt und mit dem Schonhammer eingeschlagen. Anschließend wird die Stelle mit dem Schweißgerät vorgewärmt und verschweißt. Die verschweißte Stelle ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Nachdem die reparierte Stelle abgekühlt ist, wird das überschüssige Material mit der Lackfräse abgetragen. Abschließend wird die reparierte Stelle mit dem Schaber ausgeglichen, bis die Plattenoberfläche glatt ist. In nur wenigen Minuten ist die Alkus-Schalungsplatte wieder einsatzbereit.